So, hier ist der Ort des Treibens. Da stürzen wir uns jetzt mal rein. Mal schauen, was hier alles so passiert. Hellenhausen. Das ist das Gasthaus zum Grünen Stern. Die machen jetzt hier ihr Sommerfest. Und hier gibt es Wildgerichte. Man sieht schon die riesen Schlange. Hier im Festzelt sitzen schon die ersten Fans. Hier ist der Motorradparkplatz. Honda und. So, hier stehen die Geräte. Eine schöne wie die andere. Und wir sehen hier schon mal, wenn man so grob guckt, die Motoren. Zweizylinder-Boxer von BMW. Hier die kleine Biene, werden wir nachher mal ganz genau beobachten, wenn sie da drin liegt. Ah, hier haben wir ja mal was anderes. Die Startnummer 20. In Englisch Westlake-Motor. Das ist der Veranstalter aus der Wirtschaft, Gasthaus Reichert. Interessante Go-Kart. Zweizylinder V-Motor drin. Da steht noch so ein Geschoss rum. Ja, Mann, die Jungen haben sich hier schon ganz schön Arbeit gemacht. Guck mal, was da für Triebwerk drin ist. Coole Kiste. Hallo Rudi. Hallo Stefan. Du bist hier heute am Start mit einer BMW hier. Jo. Da wollen wir sie mal gerade mal aufnehmen. Das ist das Renngeschütz. Die Ölspurhexe. Rudi, du hast ganz schön eine dicke Vergaser auf dem Apparat. Die gehören da drauf. Ja. Ja. Hier, mein Freund, hör mal zu. Du tust jetzt erstmal richtig deine Pommes da reinhauen, ne? Da sind sie. Und wenn du daher am Schwätzen bist, da lässt das Maul immer stillstehen. Ein Pommes steht zur rechten Zeit, schon ist die Kompression bereit. Genau. Ein bisschen Luft, das nehmen wir hier mal den Würstchenstand. Da wollen wir da mal reinfinden, was gibt's denn hier alles? Okay. Nein, die sind entspannt, die sind cool. Zweck-Startaufstellung. Attention please, drivers camp. Attention please, drivers camp. All riders please to meeting for start information. Speak English. Ja, international halt hier. Ne?
ganz schön, ihr haltet euch ganz schön die Ohren zu. So ein Spektakel habt ihr auch noch nicht erlebt. Das war schön Musik, oder? War was anderes. Das hier so aussieht mit dem Kuchen. Mädchen, Kuchen hast du noch genug da? Kuchen hast du noch genug da? Ich habe noch Kuchen genug, ja. Sag mal, das sieht ja wieder ganz lecker aus. Schwarzwälder, willst du die fotografieren? Den Kuchen gerade fotografieren, ja. Mit dir. Nee, hier. Ich habe ganz... Ja, ja. Thank you.
mal Qualm gemacht, ne? Das glaubst du auch. MRV, Achtung, MRV, Sperrung aufheben. Ich wiederhole, Motorradfreunde Vogelsberg, bitte Sperrung aufheben. Will ich spielen werden? Wie alt bist du? Der Bühnenmann ist 8 Jahre alt, der lernt jetzt Gas geben, der wird irgendwann noch auf dritten Saison umsteigen. Ja, herzlich willkommen. Ich hätte jemanden vergessen, tut mir leid. Das ist nicht die Insel. An Hans Hinz und an hier einmal herzlichen Dank für euren Einsatz und die Idee. Ja, liebe Leute, hinweisen, es ist in 14 Tagen richtiges Rennen. Ich hoffe, dass ihr euch auf Tränen für die Leute und die ganz schnellen Leute. Das ist ein wunderbares Vorführung heute Nachmittag. Ja, Hans Georg hat es wunderbar durchmoderiert. Und ich würde sagen, es ist mal gleich zu Anfang ein riesen Applaus wert für den Mann am Mikrofon hier, der mich den Nachmittag geführt hat. Da vorne steht er, Hans-Georg. Ja. Rede. Ja, Leute. Und ich würde sagen, gehen wir sagen, ab geht's. Doch die Haie gehen kein Kommatschelein, zum Stiebel von uns leider hätte er spät. Und auf der hohen Aufgekommen will der Ort, die reibt nix auf, da reibt er aus, und so weiter stimmt es schön.